Veranstaltung in Ottobrunn war ein voller Erfolg. Ich habe selten so viele begeisterte junge Menschen gesehen, die intensiv sich mit den politischen Themen auseinandersetzen, die wir dort diskutiert haben. Insbesondere, wie Partizipation in Zukunft in der politischen Welt aussehen kann, wie man sich auch als Bürgerin oder als Bürger in die Entwicklung des Staates, in der Gesellschaft einbringen kann. Das haben wir ja sehr intensiv diskutiert, insbesondere in dem Bereich, dass wir auch in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft schon leben, schon praktizieren, nämlich Bürgerbeteiligung auf der Plattform demokratie.de mit dem Tool Adhocracy, einen live miterleben, mitmachen, mitdiskutieren, für Transparenz und Dialog mit der Politik. Und die jungen Menschen haben sich da wirklich fantastisch mit eingebracht. Ich dachte am Ende, die wollen gar nicht mehr aufhören. Und das hat mich wirklich begeistert. Ich konnte von der Veranstaltung vor allem zwei Dinge mitnehmen. Wir haben natürlich auch intensiv darüber diskutiert, wo noch Verbesserungspunkte sind in der Arbeit, die wir leisten, wie Partizipation, wie Demokratie der Zukunft aussehen kann. Und ein Punkt, der immer wieder genannt wurde in den Diskussionen, war, wie können wir das, was dort an Angeboten ist, noch besser verständlich machen. Die Angebote sind noch immer zu unattraktiv und wir müssen sie auch gerade für junge Menschen, für Jugendliche so gestalten, dass sie eine Motivation haben, mitzumachen, mitzumischen. Das heißt auch in der Sprache, in der Aufmachung uns natürlich deutlich mehr an junge Menschen richten, indem wir die Gestaltung und auch die Sprache attraktiver gestalten. Daran werden wir in Zukunft arbeiten. Als zweites konnte ich mitnehmen, dass kaum jemand wusste, dass es diese Möglichkeiten bereits schon gibt auf Bundesebene. Und auch da, denke ich, werden wir in Zukunft mehr machen müssen, dass diese Angebote auch bekannt werden, damit sich auch mehr Menschen an diesem Projekt beteiligen können. Wir hatten in Ottobrunn eine unheimlich spannende Debatte mit den Teilnehmern meines Workshops darüber, was Engagement eigentlich ist und was Engagement auszeichnet. Reicht es zum Beispiel einfach nur im Sportverein zu sein oder muss man ein bestimmtes Amt übernehmen? Wenn man für Engagement bezahlt wird, ist das tatsächlich noch Engagement? Und das ist auch eine spannende Frage für uns hier in Berlin, über die wir uns unterhalten müssen. Denn alle Statistiken, von denen wir immer ausgehen, müssen einen gewissen Engagementbegriff haben. Und ich glaube, die Diskussion lohnt nochmal. Das hat Ottobrunn auf jeden Fall gezeigt, was Engagement eigentlich bedeutet. Viele junge Menschen wenden sich heute von der Politik, von den Parteien, vom Staat, auch von der Demokratie ab, weil sie das Gefühl haben, dass in den Parlamenten doch ohnehin nur Schaukämpfe stattfinden, dass viele Parteischlachten stattfinden und zu wenig an der Sache diskutiert wird. Wir haben die Sitzung eines Ausschusses im Deutschen Bundestag nachgespielt, da Fraktion mit den jungen Leuten gebildet und versucht zu zeigen, dass sehr wohl an der Sache diskutiert wird, dass aber immer Pro- und Kontra-Argumente zu berücksichtigen sind und dass es manchmal ganz schwierig sein kann, einen Mittelweg zu finden, der für alle Seiten einigermaßen vermittelbar ist. Ich hatte das Gefühl, dass die jungen Menschen einerseits mit großem Ernst, aber andererseits auch mit viel Spaß an der Sache dabei gewesen sind. Und das sind die beiden Dinge, die ich auch vermitteln wollte, zu zeigen, erstens, wir sind in der Politik mit Ernst an der Sache dran, diskutieren anhand von Argumenten, aber Politik kann auch Spaß machen. Es gibt keinen Grund, sich in Politik abzuwenden und mehr Beteiligung junger Menschen an der Politik wäre wünschenswert. Deswegen ein Aufruf an die jungen Menschen, stürmt die Parteien.